Nils, eigentlich eine Sprinter-Etappe und dann kommt eine Gruppe durch. Erzähl mal, wie schwierig es war, diese Gruppe zurückzuholen oder eben auch nicht zurückzuholen. Ja gut, es war erstmal ein ziemlich schneller Start. Am ersten Berg war komplett das Feld einmal auseinandergerissen, bis die Gruppe stand sozusagen. Ja gut, dann hat die Gruppe 8 Minuten bekommen. Wir haben einen immer mit durchfahren lassen und ja, wo wir gemerkt haben, gut, 70 Kilometer vor Ziel, die haben noch 7 Minuten, dass es knapp wird. Sind wir auf dem Weg hier zurück zum Ziel Vollgas gefahren, über den Highway. Wir hatten einen kompletten Rückenwind, 60, 65 hatten wir die ganze Zeit drauf. Im Endeffekt war es, glaube ich, knapp. Die Gruppe kommt knapp durch und haben wir uns ein bisschen verpokert, aber gut, ich denke mal, die letzte Etappe wird auch mal eine Sprintetappe sein und da werden wir es nochmal versuchen. Hat euch der Rückenwind überrascht, dass der kam auf den letzten 40 Kilometern? Nee, weil wir haben vorher schon gesagt, dass wir fast die ganze Etappe Rückenwind haben. Aber dass wir so viel Rückenwind haben, hatten wir jetzt nicht auf der Rechnung. Und dass die Gruppe auch vorne so stark ist, da sie gerade den ganzen Tag vorne war, haben wir eigentlich gedacht, dass wir die schön wieder zurückholen können mit Ethix. Gut, das war nicht der Fall. Und wie gesagt, am Samstag werden wir nochmal unsere nächste Chance suchen. Frage noch, kannst du kurz erklären, wie das so funktioniert, wie die Absprache funktioniert, was so eine Verfolgungsjagd von den Sprinterteams ausmacht? Ja gut, klar kommen dann, sprechen die Sprinterteams untereinander, wer fährt oder wer nicht fährt. Und heute waren es wirklich Quickstep und wir, die gefahren sind. Trek hat sich noch ein bisschen mit eingebunden, die gefahren sind, aber zum Beispiel Bora hat sich halt komplett rausgehalten. Weil ich im Endeffekt nicht so ein bisschen verstanden habe, weil sie auch wieder um Etappensieg hier mitfahren hätten können mit Sagan. Gut, ist so und damit müssen wir leben. Danke dir und viel Glück am Samstag. Danke auch.